Heyo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. In letzter Zeit ist wieder relativ wenig passiert auf meinem Kanal. Das tut mir auch furchtbar leid, aber irgendwie fehlt mir einfach die Zeit für alles im Moment. Ich bin irgendwie nur noch am Schlafen. Jedenfalls wollte ich euch noch mal ein kurzes Update geben bezüglich meines Kanals, wie es ja in jedem Vlog nun mal der Fall ist. Würde gerne damit anfangen, dass ich kurz anspreche, was mein 200-Abonnenten-Special denn jetzt wirklich sein wird. Ich habe mir darüber ja Gedanken gemacht in den letzten Tagen, Wochen, Monaten und bin dazu gekommen, dass es ein Speedpaint sein wird. Ich habe sowas auf meiner Facebook-Seite schon mal ausprobiert, habe da so ein kurzes Test-Speedpaint gemacht und habe festgestellt, dass das relativ gut funktioniert. Ich muss die Ausrichtung der Kamera noch ein bisschen ändern, aber es funktioniert auf jeden Fall relativ gut. Und deswegen würde ich dann ganz gerne ein Speedpaint als 200-Abonnenten-Special machen. Das Problem ist, ich weiß noch nicht genau was. Sprich, ich weiß noch nicht das Motiv, welches ich denn zeichnen möchte. Das wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich habe mittlerweile 214 Abonnenten, also es geht stetig bergauf. Ich freue mich darüber sehr. Oh Gott, meine Notizen, sorry. Ich freue mich darüber sehr und bin super glücklich über jeden neuen, der dazu kommt. Erst einmal Hallo an alle neuen Abonnenten. Es freut mich, dass ihr hierher gefunden habt. Dementsprechend wird das wahrscheinlich dann mein 200-Abo-Special. Ich weiß allerdings noch nicht, wann es fertig sein wird. Es kann auch sein, dass ich dann mittlerweile schon 250 Abonnenten habe, wenn ich es denn dann endlich hochlade. Wird auf jeden Fall ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ich habe allerdings in den nächsten Tagen und Wochen nicht sehr viel Zeit, denn ich habe eigentlich gestern erst einen Tag gearbeitet und das war der erste von 12 Tagen, die ich jetzt durcharbeiten muss. Bedeutet also, dass ich, ja, entweder nur morgens Zeit habe, bevor ich zur Arbeit gehe, oder nachmittags, nachdem ich, beziehungsweise abends in diesem Fall, nachdem ich von der Arbeit komme. Nächste Woche habe ich Frühdienst, da könnte ich nachmittags ein bisschen mehr Zeit haben, aber nach dem Frühdienst schlafe ich immer ganz viel, weil ich einfach mega müde bin, was vielleicht verständlich ist. Aber schauen wir mal, wie es läuft. Gut, jedenfalls habe ich damit dann jetzt festgelegt, was ich machen möchte. Ist nur die Frage, wann. Weiter geht es mit mal wieder Problemen bezüglich Harry Potter aufnehmen. Ich habe mal wieder das altbekannte Problem, das ich wahrscheinlich auch beim letzten Vlog irgendwann mal schon angesprochen hatte, dass ich Harry Potter momentan nicht aufnehmen kann, weil er mir immer wieder sagt, dass ich das falsche Betriebssystem hätte. Ich habe immer noch Windows 8. Ich bin noch gespannt, wie es weitergeht. In anderthalb, nein, 2 Wochen ungefähr kommt unser PC-Maskottchen nochmal zu uns, weil er hat festgestellt, dass ich mir ein Virus eingefangen habe auf meinem PC und der muss das Ganze nochmal komplett rebooten, mal wieder. Ich bin auch gespannt, was dann dabei rauskommt. Vielleicht funktioniert dann auch alles wieder. Übergangsweise werde ich jetzt natürlich dann auch erstmal noch das ein oder andere Video zu Dark Project hochladen, was jetzt auch immer wieder ein bisschen vernachlässigt wird durch den ganzen vielen Harry Potter Content auf meinem Kanal. Aber das gibt's ja auch noch. Und was ich eventuell auch anfangen wollte, ich habe mir in letzter Zeit sehr viele Let's Plays zu Orient the Blind Forest angeschaut. Und das ist ein Spiel, das ich unheimlich geliebt habe. Ich finde es ähnlich schön wie Brothers, wobei Brothers natürlich nochmal eine für mich persönlich tiefere Bedeutung hatte, als Ori es wirklich hat. Aber ich mag dieses Spiel unheimlich. Es ist ein wunderschönes Spiel. Und ich habe es tatsächlich schon einmal durchgespielt. Das heißt, wenn ich es jetzt tatsächlich auf meinem Kanal anfangen sollte, dann wird es kein Blind Let's Play sein, sondern ich werde die Story definitiv schon kennen. Es wird wahrscheinlich einer der wenigen, also ich werde wahrscheinlich eine der wenigen sein, die das nicht blind spielt und dementsprechend die Story schon kennt. Ich will aber auch nicht so tun, als würde ich die Story nicht kennen, weil ich das immer sehr unauthentisch finde. Ich finde das dämlich. Ich habe mehrere Let's Player jetzt gesehen, gehört, gefunden, bei denen man definitiv auch merkt, dass sie das Spiel kennen und nur so tun, als würden sie es nicht kennen. Finde ich einfach irgendwie seltsam, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen wollte ich das nicht machen. Ich will definitiv auch zeigen, dass ich das Spiel schon kenne. Was ich allerdings für ein Problem haben werde, ist die Tatsache, dass ich da unfassbar viel Zeit für brauchen werde. Und ich werde wahrscheinlich auch viel schneiden müssen, denn das ist ein Spiel, ich bin so Jump'n'Run-mäßig nicht ganz so begabt. Und muss zugeben, dass ich für einige Passagen unfassbar lange gebraucht habe. Mein Freund musste mir bei vielen Passagen aushelfen, weil ich wirklich kurz davor war, den Controller in den Bildschirm zu pfeffern, weil ich so am Ausrasten war. Also es wird teilweise wahrscheinlich sogar wieder so ein Rage-Game für mich, so ähnlich wie Harry Potter 4. Ich weiß es noch nicht genau. Aber ich will es auf jeden Fall sehr gerne auf meinem Kanal spielen. Deswegen wird es das wahrscheinlich demnächst geben. Ich freue mich schon sehr. Ich hoffe, ihr auch. Und ja.
Das wird dann vielleicht so eine kleine Übergangslösung dafür, dass das Harry Potter-Spiel im Moment noch nicht funktioniert. Aber Harry Potter-Content wird es trotzdem weiter auf meinem Kanal geben. Ich hatte ja Mitte August Geburtstag und pünktlich am 1.9. zu unserer aller Fahrt zurück nach Hogwarts ist tatsächlich mein Geschenk, das Geschenk von meiner Familie angekommen. Und das seht ihr hier ganz leicht im Hintergrund. Diese Box. Ohne Witz, ich habe die verrückteste Familie auf der ganzen weiten Welt. Ich weiß nicht, ob ihr sie erkennt, ob ihr diese Box kennt, aber ich werde auf jeden Fall ein kurzes Vorstellungsvideo dazu, ein kurzes Vorstellungsvideo, ihr kennt mich, ein Vorstellungsvideo dazu machen und euch diese Box mal genau zeigen. Das ist nämlich der absolute Wahnsinn. Wenn ich mir überlege, wie teuer dieses Teil war, werde ich wahrscheinlich die nächsten 5 Jahre nichts mehr zum Geburtstag und zu Weihnachten bekommen von meiner Familie. Aber das ist mir vollkommen egal, denn diese Box hat mich zum glücklichsten Menschen auf der ganzen weiten Welt gemacht. Das wird dann der nächste Harry Potter Content auf meinem Kanal erstmal sein. Und immer noch, worauf die ganze Welt wartet, der XXL Harry Potter Tag, den ich jetzt irgendwie schon zum gefühlt 15. Mal versuche aufzunehmen. Und irgendwann, irgendwie ist immer irgendwas, was mir nicht passt. Das ist so nervig. Ich glaube, irgendwann lade ich ihn einfach hoch und mache dann irgendwelche Anmerkungen an die Seite mit Dingen, die ich vergessen oder verpasst habe oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jedenfalls würde ich das irgendwann ganz gerne dann tun. Kurz was trinken. Auf meinem Instagram-Account gibt es auch ein kurzes Video dazu. Ja, ich habe auch Instagram. Wer gerne mal kurz unten in die Videobeschreibung gucken möchte, findet alle meine Social-Media-Dinge. Inklusive Twitter, Facebook und Instagram. Bäm! Schleichwerbung for the win. Ich hatte vor kurzem mal angemerkt, dass ich eventuell ein Harry Potter Cosplay machen möchte. Wem der Begriff Cosplay nicht sagt, googelt es. nein, Cosplay ist im Prinzip nichts anderes als sich zu verkleiden als Person eines bestimmten Animes, eines Mangas oder mittlerweile auch eines Literaturcharakters, sprich Harry Potter und Co. Und das Ganze dann auf diversen Conventions oder Treffen oder Shootings zu tragen. Ich hatte eigentlich vor, Remus Lupin zu machen, weil ich gedacht habe, der passt vielleicht ein bisschen besser zu mir. Mittlerweile wurde ich aber eines Besseren belehrt. Unter anderem von meinem gesamten RPG-Forums-Team, mit dem ich da immer aktiv am Schripseln bin. Und von eigentlich auch mehreren Bekannten, die gesagt haben, du als Sirius-Fanatiker hast mittlerweile schon so viele Charakterzüge von diesem Kerl eingenommen, du musst den machen. Okay, ja, ist gut, alles klar, ich versuch's. Ist gut. Okay, dementsprechend werde ich jetzt wahrscheinlich doch Sirius machen. Ist für mich persönlich wahrscheinlich auch sogar ein bisschen einfacher. Wow, ich glaube, so schnell habe ich noch nie geredet. Wie gesagt, dann wird das jetzt halt in Angriff genommen. Da muss ich mir über Make-up und Kram gar nicht wirklich Gedanken machen. Finde ich sehr gut, vielen Dank. Das Problem ist nur, gut, das hätte ich auch bei Remus gehabt, aber das Problem ist nur, dass ich dann keine Brille tragen kann und dementsprechend halb blind bin. Egal wo und egal wann ich dieses Cosplay dann tragen werde. Ich habe mich aber ein bisschen geärgert, dass ich tatsächlich auf der Konichi nur am Samstag da war, denn ich habe in einer Harry Potter Gruppe gesehen, dass am Sonntag eine ganz große Harry Potter Gruppe da war und ein Harry Potter Treffen stattgefunden hat. Und da war ich natürlich nicht da. Und das fand ich ein bisschen schade. Wir haben dann hier einfach den Sonntag noch rumgegammelt und haben gezockt und irgendwie hätte ich es cool gefunden, wenn ich auch dabei gewesen wäre. Was ich aber unfassbar gut fand, um jetzt nochmal so ein bisschen mehr auf die Konichi einzugehen. Ich habe dieses Mal kein Video gemacht, weil ich mir dachte, ich habe einfach keinen Bock. Und das Wetter war auch mega beschissen. Also es hat wirklich den Großteil des Tages geregnet und wir waren die meiste Zeit in der Halle, wo sowieso nicht viel passiert. Irgendwann haben wir uns dann auch einfach in den Festsaal reingesetzt, weil wir keinen Bock mehr hatten zu laufen und nicht mehr stehen konnten und alles einfach scheiße war. Und dann haben wir uns in den Festsaal reingesetzt und ich bin eine sehr spontane Person. Ich gucke mir, wenn ich auf Conventions gehe, niemals das Programm vorher an, sondern lasse mich einfach überraschen. Ich springe rein und denke mir YOLO. Und genauso war es jetzt bei der Konichi. Ich bin einfach hingegangen, habe mich in diesen Festsaal mal reingeflätzt mit meinen beiden Freunden und habe mir so gedacht, so, okay, jetzt lasse ich mich berieseln von egal, was da kommt. Als erstes waren da zwei Taiko-Trommler, die ich unfassbar gut fand. Ich liebe Trommeln, egal auf welche Art und Weise. Je tiefer die Töne, desto besser allerdings. Und dementsprechend fand ich die beiden unfassbar gut und habe mich mega gefreut, dass ich ausgerechnet da dann in den Festsaal reingegangen bin. Was danach kam, war aber noch mal viel geiler. Und zwar kam nach diesen Taiko-Trommlern eine Showgruppe, die ein kurzes Theaterstück zu den Marauders aufgeführt hat.
Ihr könnt euch vorstellen, wie ich ausgeflippt bin in diesem Saal. Alle hinter mir und vor mir haben mich schon blöd angeguckt und dachten sich so, what the fuck, was ist das denn für eine, ey? Aber es war mir sowas von egal. Ich fand sowas von geil. Es hat einfach mega gut gepasst, dass ich ausgerechnet da war. Das war eine Fügung des Schicksals, Leute, wirklich. Diese Gruppe hieß All Stars und die haben wirklich ziemlich, ziemlich cooles Stück zur Zeit der Marauders gemacht. Ich versuche euch mal eine kurze Zusammenfassung dazu zu geben. Ich hoffe aber auch sehr, dass ich irgendwann Aufnahmen davon auf YouTube finde. Ich selber konnte es leider nicht aufnehmen, weil ich zwei sehr große Menschen vor mir sitzen hatte und selber immer am ich sehe nichts, geh mal da weg machen war und dementsprechend hätte Aufnehmen nichts gebracht. Ich hätte meinen Freund fragen können, ob er das hätte aufnehmen können, aber er ist zwischenzeitlich eingeschlafen, also wäre das wahrscheinlich auch nicht sehr gut geworden. Ja, keiner außer mir ist so Marauders begeistert, wie ich es bin, leider. Jedenfalls begonnen hat das Ganze damit, dass Harry im Grimmauld Place ankam und die Sachen, noch ein paar Sachen holen wollte und dann so eine alte Schulbox von Sirius gefunden hat. Und darin auch einen Brief, der tatsächlich an ihn adressiert war und in dem Sirius ihm von einer Begebenheit erzählt hat, die damals während der Schulzeit passiert ist, die aber so nicht in den Büchern vorkommt. Also es war irgendwie so eine Art Fanfiction-Theatergeschichte, wie auch immer. Aber war ziemlich cool umgesetzt. Nachdem, also der Brief wurde dann auf so einer Leinwand gezeigt, beziehungsweise es wurde vorgelesen und gleichzeitig erschienen die Wörter, die geschrieben wurden, so auf der Leinwand. War auf jeden Fall ziemlich cool gemacht und dann gab es natürlich diesen Switch in die Marauders-Zeit. Dann wurden halt die verschiedenen Charaktere erstmal so vorgestellt. James, Sirius, Peter, Remus natürlich. Lily war dabei, Snape war dabei, die Carrows waren dabei, also Amicus und wie heißt die andere? Die beiden Carrows auf jeden Fall. Und ich glaube, noch so ein paar random andere Schüler waren mit dabei. Dann wurden auf jeden Fall kurz die Marauders vorgestellt und dann kam von Lily so, ja, ich gehe jetzt zum Unterricht und ihr solltet auch dazukommen. Das war, glaube ich, das 7. Jahr der Marauders. Das heißt, James und Lily waren schon zusammen. Und James und Sirius natürlich, ja, ach Quatsch, Unterricht, Blödsinn, brauchen wir nicht. Wir machen andere Dinge. Es ist wichtig. Das war, glaube ich, das letzte Halbjahr. Es ist wichtig, dass wir im letzten Halbjahr nochmal etwas hinterlassen, damit die Leute sich an uns erinnern. So in etwa, ne? Und die wollten dann halt irgendwie so einen Zaubertrank zusammenbrauen, der dafür sorgt, dass sich die Schüler beim Essen in das letzte Organische verwandeln, was sie angefasst haben. So, das Problem war nur, sie hatten Peter dabei und Peter hat das Rezept vorgelesen und dementsprechend ging es fürchterlich schief. Und sie haben natürlich Nachsitzen bekommen, sind dann im Nachsitzen gelandet und im Endeffekt geht es dann auch noch mitunter darum, dass die Carrows sich dem dunklen Lord angeschlossen haben, jetzt Todesser sind und natürlich dafür sorgen wollen, dass alle Muggelstämmigen, alle Schlammblüter auf Hogwarts entweder bestraft oder halt getötet werden und sind dann natürlich auch hinter Lily her. Und nehmen Lily dann irgendwann auch gefangen und schleppen sie nach Hogsmeade und foltern sie da irgendwo in so einer Hütte. Und James eilt ihr natürlich zu Hilfe und dann kommt es irgendwann auch noch zu so einer Art Kampf. Aber es ist auf jeden Fall unheimlich gut gewesen. Ich fand es unheimlich genial. Und da kamen dann auch immer mal so Tanz- bzw. Songszenen dazwischen, wo dann so Songs abgespielt wurden und die haben dann dazu getanzt und das war unheimlich gut. Es war so eine Art Mini-Musical. Und ich war richtig, richtig begeistert. Also ich hoffe wirklich sehr, 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 dass ich dazu irgendwann mal die Videos auch auf YouTube finde, die Aufnahmen. Dann werde ich die auch auf jeden Fall auf meiner Facebook-Seite posten, damit ich euch das mal zeigen kann. Also da war ich wirklich sehr begeistert von. Und das hat mir dann nochmal so ein bisschen klar gemacht, dass ich definitiv auch Sirius als Cosplay machen möchte. Von daher nehme ich das Ganze jetzt einfach mal in Angriff und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Das war's jetzt erstmal mit meinem Vlog. Ich bin wieder bei 15 Minuten. Ich wollte ihn eigentlich ein bisschen kürzer halten, aber scheiß drauf. Es klappt sowieso nie. Ich sollte aufhören, mir solche Ziele zu setzen. So viel zu meinem Update. Vielen Dank fürs Zuschauen und an alle Neuen nochmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr mich abonniert habt. Das freut mich sehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Dieses Vorstellungsvideo wird kommen und Ori and the Blind Forest wird kommen und Dark Project wird natürlich weitergehen. Und bei Harry Potter muss ich schauen, wann es weitergeht, leider. Aber es gibt ja auch noch anderen Content. Das 200-Abo-Special ist in Planung. Ich weiß leider nicht, wann ich es fertig bekomme, aber ich hoffe sehr bald. Und bis dahin hoffe ich, dass ich euch mit anderen Videos weiterhin sehr gut unterhalten kann. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung, da sind wichtige Links drin. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao! Was?
Ich hatte ja vor kurzem auch mal angesprochen, dass ich gerne eine Klaus. Ich meine Zunge verschluckt. Ha!